Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es richtig gut. Mir geht es auch richtig gut. Just a short note. This podcast now is also available on YouTube. So, if you are more of a YouTube guy or girl, you can find it there as well. There's a link in the description of the podcast in the show notes. In der heutigen Episode sprechen wir über deutsche Redewendungen. German expressions. Wenn du Deutsch lernst, wirst du merken, dass es viele Redewendungen gibt. Redewendungen können verwirrend sein, weil man ihre Bedeutung nicht direkt aus den Wörtern ablesen kann. Heute sprechen wir über Beispiele von deutschen Redewendungen und was sie bedeuten. Die erste Redewendung heißt: Aller Anfang ist schwer. Diese Redewendung bedeutet, dass alle Dinge, die man tut, am Anfang schwer sind. Es dauert also, it takes time, es dauert, bis man richtig gut in einer Sache ist. Als Beispiel, wenn ich anfange, ein Instrument zu lernen, zum Beispiel die Gitarre, dann bin ich am Anfang noch nicht gut darin. Es dauert also eine ganze Zeit, meistens mehrere Jahre, bis man richtig gut darin ist, die Gitarre zu spielen. Also, das ist die Redewendung: Aller Anfang ist schwer. Die nächste deutsche Redewendung heißt Daumen drücken. Ich drücke die Daumen. Diese Redewendung bedeutet, dass man jemandem viel Glück wünscht. Wenn Deutsche sagen, ich drücke dir die Daumen, bedeutet das, dass sie hoffen, dass bei dir alles gut geht. Zum Beispiel, wenn ein Freund mir erzählt, hey, ich habe morgen eine wichtige Prüfung, an important exam, dann sage ich zum Beispiel, viel Glück bei deiner Prüfung. Ich drücke dir die Daumen. I believe in English it's like fingers crossed. Die nächste Redewendung heißt den Nagel auf den Kopf treffen. Literally like bang a nail right on the head. Diese Phrase verwendet man,
wenn jemand genau das Richtige sagt oder etwas sehr präzise beschreibt. Ein Beispiel: Nach einem langen Arbeitstag sage ich zu meinen Kollegen: Hey, es war ein langer Tag. Wir haben alle viel gearbeitet. Lasst uns jetzt aufhören. Und vielleicht sagen dann die Kollegen: Du triffst den Nagel auf den Kopf. Die nächste Redewendung heißt: Aus allen Wolken fallen. Diese Redewendung bedeutet, dass jemand sehr überrascht oder schockiert ist. Es ist, als würde man plötzlich aus großer Höhe fallen. Fall from great height. Als Beispiel: Heute Morgen kam mein Chef auf der Arbeit zu mir. Er hat mir eine Beförderung, a promotion, angeboten. Ich war total überrascht. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Die nächste Redewendung heißt: Eine Hand wäscht die andere. Sie bedeutet, dass auf eine Gefälligkeit, a favor, auf eine Gefälligkeit eine Gegenleistung folgt. A trade-off. Man muss sich gegenseitig helfen. Als Beispiel: Mein Cousin kennt sich sehr gut mit Computern aus. Wenn ich ein Problem mit meinem Computer habe, kann mein Cousin mir helfen. Ich allerdings kenne mich sehr gut mit Sport aus. Und ich kann als Gegenleistung meinem Cousin helfen, sich zum Sport zu motivieren. Die nächste Redewendung lautet: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Redewendung bedeutet, dass nicht alles, was gut aussieht oder teuer ist, auch gut ist. Als Beispiel: Nur weil ein Haus von außen sehr gut aussieht, bedeutet das nicht automatisch, dass das Haus auch innen sehr gut ist. Vielleicht ist die Einrichtung im Haus kaputt. Oder es gibt Schimmel im Haus. There's mildew in the house. Really disgusting, by the way. Okay,
Die nächste Redewendung heißt: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die Redewendung bedeutet zum Beispiel, dass ein Kind die Eigenschaften oder das Verhalten der Eltern übernimmt. Als Beispiel: Mein Vater macht gerne Sport, also mache ich auch gerne Sport. Die letzte Redewendung heißt: Ende gut, alles gut. Die Redewendung bedeutet, dass der positive Ausgang einer Sache, the outcome of a thing, der positive Ausgang einer Sache die negativen Dinge, die sich vorher ereignet haben, unwichtig werden lässt. Als Beispiel: Eine Freundin von mir hat Probleme dabei, ihre Masterarbeit für die Universität zu schreiben. Das Projekt ist sehr groß und sie hat Sorge, es nicht zu schaffen. Während sie die Arbeit schreibt, hat sie also Probleme und es ist sehr anstrengend. Am Ende aber, wenn die Arbeit abgegeben ist, when it's handed in, ist alles gut. Ende gut, alles gut. Also es gibt natürlich noch viel mehr Redewendungen. Redewendungen sind nützlich zu kennen, weil sie dir helfen, natürliches Deutsch zu sprechen. So kannst du besser verstehen, was andere sagen. Versuche, sie in deinen eigenen Gesprächen zu verwenden, wenn die Situation passt. Und das war es auch schon mit der heutigen Episode. Sie war sehr, sehr lang. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wenn sie dir gefallen hat, teile sie doch gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Und vielleicht schreibst du ja sogar ein Review. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, du lernst auch in Zukunft weiter diese schwere Sprache Deutsch. Bleib vor allem gesund. Tschüss!